So, lange Rede, gar keinen Sinn. Weiter geht's hier mit der Hauptquest von Horizon Zero Dawn. Herzlich willkommen dazu. So, die Hauptquest ist wieder an. Und ich mach mich mal hier rüber. Ich will ja schließlich bald mal ein Reittier benutzen. Ich denke mal, dazu muss ich mit der Hauptquest weiterfahren. So, ich gehe mal hier den Weg, genau, bis da oben hin. Also hier Hauptweg können wir bleiben. Aber bevor mir irgendwas passiert, auf alle Fälle aufladen. Ganz wichtig. Ja. Nur Fresschen habe ich. Trotzdem weiterhin. Nützlich für eine alte Rezeptur. Ja, genau. Wenn wir mal noch ein bisschen was sammeln. Oh, es kommt, sucht mich. Hat mich entdeckt. Oder auch nicht. Jedenfalls hat die Nummer auch super, super geklappt. Also die Viecher machen mir keine Angst mehr. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Was wirst du bereuen? Das verstehe ich jetzt nicht. Um einige Sachen zu entdecken, dürfte man eigentlich gar nicht den Weg folgen. Was sind das für Buschgeräusche? So, ich wollte eigentlich mal gucken, ob ich jetzt hier bin. Eigentlich bin ich auf der Suche. Nach meinem alten Zuhause. Ich weiß nicht, echt nicht mehr, wo das war. Ich guck mal hier nochmal auf die Karte. Ich gehe mal davon aus, was hier? Ich weiß es nicht mehr. Wo ich sozusagen gestartet bin. Falls mir irgendwas Schreckliches passiert. Immer wenn ich ein Lagerfeuer sehe, werde ich da speichern. Schnell speichern. Sicher ist sicher. Nöp, schade, hier war es nicht. Guckt man auch. Ne, von unten nach oben kommt man nicht. Ich hätte gedacht, das war hier irgendwo. Ist egal, finde ich wieder. Weil da sind nämlich irgend so eine komischen Attrappen. Die hätte ich gerne noch zerstört. Das habe ich beim ersten Mal vergessen.
Der schnellste Weg nach unten. Jawohl. Die Steine runterrutschen. Komm mal her. Schaffe ich das Schwein jetzt? Nee. So, Tatsache, die Viecher kann man plündern. Oh. Reichhaltiges Fleisch. Fettes Fleisch. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Hm. Das ist natürlich blöd. Gucken wir mal, ob wir irgendwas herstellen können. Widerstandstränke und Gesundheitstränke. Ah, guck mal, dazu braucht man fettes Fleisch und knochiges Fleisch, um Stärkungstränke zu machen. Cool. Und daraus kann man Tränke machen. Nicht schlecht. So, Sprengfallen, Schockfallen. Draht haben wir genug, Zünder haben wir genug. Ich mach mal von den Dingern. Und Sprengfallen. So. Vielleicht haben wir jetzt auch genug Platz. Ne, haben wir nicht. Schade. Inventar, Tragkapazität, Rohstoffbeutel. Guck mal, ob ich hier, da haben wir schon ein Upgrade. Ich mache mal überall ein Upgrade von der Tragkapazität. Was? Oh, Metallgefäße. So, jetzt haben wir genug Platz, um alles schön einzusammeln. Klasse. So, wir müssen hier hoch. Aloy. Aha. Wir müssen reden. So, dann wünsche ich euch mal viel Spaß bei der Hauptquest Mutterherz. So, es ist Zeit. Bist du bereit? Na klar. Ja, denke schon. Es ist lauter, als ich dachte. Du warst noch niemals so nah dran. Aus der Nähe wirkt alles größer. Bald wird alles vertraut sein. Wie zu Hause. Wenn du sagst... Ich weiß nicht so recht. Suche nach Erzmutter Tirsa. Sie wird dir helfen. Ist sonst noch etwas? Noch eine Lektion, bevor ich gehe? Nein. Du weißt alles, was die Wildnis lehren kann. Du hast es mich gelehrt, nicht die Wildnis. Aber Bogen und Speer werden mir da drin nicht helfen. Mit Bogen und Speer wirst du finden, was du schon so lange suchst, Aloy. Antworten. Was wird mich dort drin erwarten? Die Leute dort werden feiern. Es sind mehr, als du jemals gesehen hast. Kein anderes Dorf ist wie Mutterherz. Dort ist der Sitz der Erzmütter. Das Zentrum der Nora. Ein Juwel des Heiligen Landes. Lass dir Zeit. Irgendwann gefällt's dir. So wie mir. Als ich noch zum Stamm gehörte. Bist du sicher, dass sie mich reinlassen? Wie gesagt, Aloy. Das Gesetz erlaubt ausgestoßenen Kindern die Erprobung. Wer besteht, wird zum Krieger und ist kein Ausgestoßener mehr. Ich weiß schon. Aber nicht jeder folgt dem Gesetz wie du, Rost. Hab Vertrauen, Aloy.
Der Stamm respektiert dein Recht. Ja, na denn, bleibt mir nichts weiter übrig. Ich bin jetzt bereit. Sehen wir uns dann bald zu Hause? Wohl nicht mehr. Ich werde nicht da sein, Aloy. Hier. Nimm das. Als Andenken. Oh, ein Stein. Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Nein. Nein! Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgestoßener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich brech damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mal mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein. Ich gehe und du wirst mich nicht finden. Das ist der Abschied. Oh nein. Komm, gehen wir mal mit Köpfchen ran. Nein, ist es nicht. Ich kann Spuren lesen. Wo du auch hingehst, ich folge dir. Dieses Mal nicht. Diesmal. Und jedes Mal. Ich trage das hier, wenn ich dich finde. Die Urmutter segne dich, Aloy. Und dich. Fürs Erste. Genauso ist es. Zuerst die Erprobung. Danach werde ich nachsehen, wohin seine Spur führt. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was hier passiert. Und da geht's auch schon los. Du kehrst um, Ausgestoßene. Oder blutest. Deine Wahl. Platz da! Krieger, lasst sie durch. Sie ist hier willkommen. Mutterherz steht dir offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist Tiersa? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Ich warte schon lange auf diesen Tag. Ach ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. Du, was? Einige fremde Stammesgesandte, die Karja, wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Karja hassen. Karja? Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Die Göttin schütze dich. Was ist hier nur los? Den Weg rechts entlang ist bestimmt, oh, ist das laut, der Kollege, den ich vor ein, zwei Folgen gerettet habe. Den werde ich mal speichern. Ich will tanzen. Endlich können wir Sorgen und Kummer hinter uns lassen. Was ist das? Ich kann spüren, dass die Göttin über mich wacht. Es wird mein Glückstag. Achso, das ist nur ein Zeichen für Interaktion. Heiß. Wie ein Waldbrand hier draußen. Die Erprobung ist nicht für schwache Nerven. Aber du siehst ziemlich hart gesotten aus. So ist es. Aloy! Da ist er. Du bist es, oder? Jawohl. Hier drüben. Du bist Aloy, nicht wahr? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Bist du der alte Freund, von dem Tiersa sprach? Ich kenne dich nicht. Doch. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tep ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich.
Du wolltest mir danken? Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Und ich habe etwas für dich, eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Ah, sehr schön. So, Nova-Kriegerin. Schön. 45. Damit rüste ich mich mal aus. Sehr schön. Überlebende Nora-Jägerin hätte ich auch eigentlich auch machen können. Könnte ich mir leisten. Nora-Beschützerin. Na, ich nehme erstmal Überlebende. Gratis-Probekiste. Her damit. Probekiste ist kostenlos. Nee, zurückkaufen will ich nichts. Zieh sie an, wann immer die danach ist. Oh, danke, Tab. So etwas habe ich noch nie besessen. Ja, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut, ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Tirsa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Kaja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt, du solltest dich ducken. Okay. So. Hallo Aloy. Mal gucken. Möchtest du jetzt etwas kaufen? Was können wir alles noch? Nur Schatzkisten und Outfits. Auf Wiedersehen und viel Glück bei der Erprobung. Ich bin zu betrunken. Gucken, ob wir hier noch einen Pendler finden. So, einmal klitzekleine Pause. Das ist doch ganz schön laut. Gut, aber so singen sehen. Eigentlich würde ich lieber hier mich hinsetzen und was essen. So, hier kann ich mir nochmal die Hände wärmen. Ja, komm da runter. Du bist schon betrunken. Musst du auch noch auf Häuser klettern? Oh, ich soll anderen nicht... Was für ein Idiot. Jedes Jahr das Gleiche. Jedes Jahr. Wenigstens geht er nicht auf einen Kriegerpfad. Wer klettert besser als... Diese Kratscher durch ist ein heiliges Land. Da oben hängt er ab. Was für ein Troll. Jetzt hört genau zu. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Okay. Am Anfang kam alles Leben von der Urmutter. Menschen, Maschinen, ich hab schon besser Tiere. Das gehört. Es waren alle ihre Kinder.
Was auch sie geschieht, lebten friedlich nebeneinander, in den im Schutz Stadt. Ihres Beckens. Aber einige wurden rastlos. Obwohl sie von ihrer Fülle nicht wollten, bei einem sie mehr. Sieg um einen die nehme ich natürlich mit. Aber nicht mit seiner Freundin, sondern der Schwester. Unglaublich. Mal gucken. Aloy, hier drüben. Ah. Karst? Ja. Was machst du hier? Vorsicht! Tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Wie könnte ich's vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Also, Mutterherz. Ich dachte, du liebst die Wildnis. Tja, ein Mann kann nicht immer allein trinken, oder? In Wahrheit fühle ich mich manchmal einsam. So, ich habe es gesagt. Verachte mich nicht. Ich werde sie nicht vorhalten, wenn du mir Rabatt gibst. Ja, du bist doch... War ein Witzcast. Schön, dich zu sehen. Werd bloß nicht zu nett. Oh, ja, okay, mal gucken, was dann ich mal hat. Los. So, Outfits, Rohstoffe, Munition, Schatzkisten, Gratis-Probekiste, ist kostenlos. Nehme ich. Munition, Fallen, Tränke, Rohstoffe, Outfit, Waffen. Keine Karten. Tränke, Munition, Schockpfeilpaket. Kostet mich 15 Scherben. Habe ich sowas schon? Schockpfeile? So, nehme ich einmal mit. Eisbomben-Munitionspaket. 40 Scherben. Nee, die lasse ich mal. Also gut, Zeit zu gehen. Viel Glück morgen, Aloy. So, jetzt gucke ich mal hier rein. Inventar. Wir haben ein paar Kisten. Spezialobjekte. Was mag das wohl sein? So, gucken wir mal. Das interessiert mich jetzt. So, Kühlkraft. Oh, noch ein Schnellreisepäckchen. Das ist cool. Und was haben wir hier? Fast dasselbe. Nicht schlecht. So, Rohstoff haben wir auch ein paar neue Sachen. Egal. Was sollen sie denn noch anstellen? Spannung. In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Mörder und Versklaver! Ja! Mörder und Versklaver! Hey, lass das sein! Nora-Gläubige, lass das sein! Ich bin Osseram, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötete ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte, könnt ihr ihm nicht zuhören? Naja, er hat es wenigstens versucht. Eine Verkündigung der Dankbarkeit. Geschrieben von Sonnenkönig Abad.
14. Erleuchtetheit der strahlenden Linie. Sieht so aus, als wäre es an dem kahlen Mann am Tag der Erprobung, unbekanntes Gerät entdeckt. Was bedeutet das? Bei euch sind. Vielleicht sind die Karja gekommen, um sich zu entschuldigen. Ich werde ihnen diese Chance sicher nicht verweigern. Gibt's hier noch was jetzt zum Scannen? Wie soll ich mich amüsieren, wenn ihr diese blutrünstigen, ungläubigen Karja das Land entweicht? Er trägt einen Fokus. Genau wie meiner. Den reden wir mal. Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora? Hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja, niemand, schätze ich. Wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah! Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich komme wieder. Warte. Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow, sein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey, du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist der? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Und nicht für ungut. Hier steht er toll. Oh, danke schön. Ich dachte, dein Freund würde in faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Karja die roten Raubzüge. Und das ist kein Wunder. Oh, rote Raubzüge? Ich möchte dich noch etwas fragen. Wenn du willst. Aber ich werde auch nach dieser Segnung noch da sein. Wir könnten dann weiterreden. Hey, ich will wissen, rote Raubzüge, was das ist. Ich habe noch nie von den roten Raubzügen gehört. Was war das? Dein Stamm war im Krieg und du wusstest es nicht? Warst du in einem Versteck? Hattest du überbesorgte Eltern oder was? Ich war eine Ausgestoßene, gemieden vom Stamm. Oh, ja, die Nora machen sowas. Grausam, wenn du mich fragst. Aber auch Ausgestoßene wissen von der Störung der Maschinen, oder? Wie sie jedes Jahr tödlicher werden? Tja, der Sonnenkönig dachte, wenn er für den Sonnengott genug Blut vergießt, beruhigt das die Maschinen. Hat nicht funktioniert. Aber jahrelang nahm er Mitglieder anderer Stämme zur Opferung gefangen. Darunter meine Schwester. Die Nora kämpften tapfer, aber es gab Tote. Also, was ist passiert? Wie kam es zum Ende? Der Sohn des verrückten Königs vereinte Kerja-Rebellen und Osseram-Freibeuter. So schafften wir das Unmögliche. Meridian einnehmen und den König töten. Und jetzt sitzt dein Sohn auf dem Thron. Eine große Verbesserung. Unter Awad gibt es keine Opferung, keine Sklaverei. Alle Stämme sind jetzt in Meridian willkommen. Sogar Nora-Verbannte. Du solltest vorbeikommen. Ja, werde ich irgendwann mal machen. Du sagtest, die Maschinen wurden jedes Jahr gefährlicher? Ja, aber das weiß doch jeder, oder? Ich wusste es nicht. Oh, tut mir leid, ich dachte, alle wüssten das. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren, damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich, wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht, tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn?
Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, na, sie sagen es nicht. Mann, das nimmt ja hier gar kein Ende. Meine Schwester wurde entführt und geopfert? Das ist furchtbar. Ha, entführt, ja. Aber geopfert, nein. Ein paar Karja können Ersha nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt mein Hauptmann. Hauptmann der gesamten Garde. Ernannt vom Sonnenkönig selbst. Wie hat sie überlebt? Oh, die Geschichte ist gut, aber sie ist etwas lang. Vielleicht ein andermal bei einem Drink oder drei. Oder du kommst nach Meridian und fragst sie selbst. Ihr würdet euch sicher mögen. Ihr seid beide direkt. So, komm, ich mach alles durch. Das ist mein Stamm, weit im Nordwesten. Wir können 3 Dinge. Streiten, Stahl schmieden und brauen. Und Freibeuter, was sind die? Man könnte wohl sagen, wir waren Söldner, also bezahlte Krieger. Aber sehr viel loyaler, als es jetzt klingt. Avard hätte ohne uns keine Chance gegen seinen Vater gehabt. Und jetzt dienen einige von uns in seiner persönlichen Garde. Ja, sie hört sich so an, als ob es ihm gar nicht passt. Erzähl mir mehr über die Störung. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren, damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich, wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht, tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren. Hatten wir doch schon. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das ab? Das weiß niemand. Wenn die Karja derart grausam sind, wie kommt es, dass du ihnen dienst? Der letzte König war ein Schlechter. Aber der neue König will Frieden. Daran ist nichts Grausames. Außerdem, die Karja kämpfen nicht nur, sie bauen. Siehe Meridian. Alles andere ist nichts weiter als ein Haufen Steine. Meridian? Und wie groß ist Meridian? Meridian. Wie ist es da? Wo soll ich da anfangen? Mein Stamm beherrscht die Schmiedekunst. Darin sind wir die Besten. Aber wenn es ums Bauen geht, die Karja sind da besser. Die Stadt liegt über einer Schlucht mit mehr Brücken, als es hier Straßen gibt und Häusern groß wie Berge. Und ihr gegenüber steht der Turm wie eine Klinge des Himmels und reflektiert die Sonne. Du musst es dir wirklich einmal ansehen. Das ist eine Herausforderung. Oder eine Einladung. Einladung, das wäre doch gut. Ich hätte dann noch mal eine Frage an dich. Frag ruhig. Nee. Schöne Rüstung. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Nein. Na, ich erklär's dir. Ring verbunden. Aufprallgeschützt, stabil genug für Sägezähne. Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher. Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte da Probleme kriegen. Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja, schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. So, fragen wir nochmal nach dem. Über Olin? Ist er wirklich so interessant? Ich werde gleich eifersüchtig. Tja, er sucht nach Ruinen in der Wildnis, gräbt Zeug aus und verkauft es an Adlige. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. So, und damit... Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Richtig, so ist es.
Hör mal, es geht mich eher nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug, du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Dieses Mal ist Erzmutter Tirsa zu weit. Da hat er aber auch einen fetten Hammer hinten am Rücken. So, auf zur Segnung. Beziehungsweise werde ich mal gucken, ob ich hier irgendwo was zum Speichern finde. Schönes Lagerfeuer wäre jetzt nicht schlecht. Kann man hier... Hier müsste ich hin. Das mache ich mal. Und zwar mache ich an der Stelle einen Cut. Sage Dankeschön fürs Reinklicken und in der nächsten Folge geht es zur Segnung. Was da passiert, keine Ahnung. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und klickt in der nächsten Folge wieder mit rein. Bis dahin, tschüss, euer Olli.